Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Hitman-Part. Und ja, wir starten mal direkt in die nächste Mission. Ich hoffe, das letzte hat euch gefallen. Ich glaube, jetzt wird es wieder ein bisschen spannender, auch einfach was so ein bisschen, ne, ein bisschen Morb, ein bisschen Killen angeht. Jetzt kommt wieder erstmal ein Intro, ihr kennt das ja mittlerweile und ich werde mich danach dann umgehend wieder melden. Sie hatten recht. Der Waffenhändler ist hinter Victoria her. Ich muss ihn aufhalten, bevor er ihr zu nahe kommt. Mann, das ist er schon längst. Wenn Sie meinen Rat wollen, schnappen Sie sich die Kleine und hauen sie ab. Nein. Weglaufen war noch nie mein Ding. Meine Quellen sagen, dass das Mädchen in Chicago ist. Ich fahre mit den Jungs hin. Ich möchte, dass Sie die Operation leiten. Wie sieht's aus? Wait. Bin ich taub? Ich soll mir irgend so eine Kleine schnappen. Ihr Name ist Victoria. Dom wird Ihnen noch sagen, wo sie zu finden ist. Sie versteckt sich irgendwo, alles klar? Irre viel Aufwand für so eine Kleine ist bestimmt was Besonderes. Ich brauche dazu meine Jungs. Das heißt doppeltes Honorar. Lenny soll mitgehen. Er bringt sie mir, wenn sie sie haben. Was, dieser Schlappschwanz? Dreifaches Honorar. Nein, der ist unmöglich. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Lenny, gib dem Mann mal Feuer. Komm schon, Schlappschwanz. Schlappschwanz Lenny. Halt Maul, Wade! Das ist ein irrer Typ, dieser Wade. Der Mistkerl macht mir Gänsehaut. Deshalb mag ich ihn ja. Blake Dexter ist ein skrupelloses Arschloch. Aber um wen Sie sich Sorgen machen sollten, ist sein Partner Dom Osmond. Ihm gehört der Wichsenclub an der Bristol Street. Der Kerl bedeutet Ärger, selbst für meine Verhältnisse. Er hat gute Kontakte. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er ihr Mädchen im Waisenhaus findet. Woher wissen Sie das? Ich weiß, was Chicago weiß. Das gilt aber auch für Dom. Schicken Sie mir ein Foto von ihm. Also, da jeder Cop in Chicago heiß auf ihren Arsch ist, dürfte der sicherste Weg zum Wichsenclub durch die Tunnel am Roxy führen. Viel Glück, mein Freund. Da bin ich wieder. Und zwar können wir jetzt anfangen mit der Mission. So, und zwar müssen wir zum Wichsenclub. Hahaha, heißt nun mal so das Teil. Mal nachgucken, direkt mal ins Notebook gucken, habe ich jetzt mal total vercheckt, was wir da so für Einsatzziele haben. Wobei, das hatte ich gerade auch schon. Ich weiß, habe keine Ahnung, warum sich das Teil jetzt hier wieder aufhängt. Ich ziehe das jetzt aber gnadenlos durch, es dauert ein paar Sekunden. Ja, was kann ich groß erzählen? Ich bin gerade von der Arbeit gekommen, bin eigentlich ganz munter, fucke mich gerade total ab, dass dieses scheiß Notebook nicht aufgeht. Und aber es ging gleich wieder. Ich fange gerade ganz jetzt, das Spielchen habe ich jetzt dreimal gemacht. Dann spielen wir halt eben ohne Notebook, so. Meine Herren. Aber normalerweise geht das auch, wir sind die Einsatzziele, aber wir haben es ja gerade schon eingeblendet gesehen. Wir sollen jetzt zum Wichsenclub vordringen. Immer mal wieder Instinkt. Ich hoffe, das Ganze wird auch jetzt wieder ein bisschen interessanter als diese Verfolgungsjagd letztens. So, immer wieder was zum Werfen einsammeln. Was macht er hier? Dem klaue ich jetzt seinen Pfand. Ha! Tut mir leid, Freund, aber ich brauche das. So. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Ich glaube, am Anfang ist das hier erstmal unspektakulär. Hier haben wir noch so eine... Oh ne, das Metallrohr. Dann kann er seinen Pfand hier hinten noch einsammeln, wenn er das braucht, für die nächste Pulle. So. Da können wir auf jeden Fall wieder irgendwie interagieren. Und wundert euch nicht immer, wenn ich schleiche. Ich schleiche eigentlich immer. Weil, oh, da haben wir schon... Freunde, die uns erwarten. Hm.
Können wir nicht einfach schon... So. Dann laufe ich auf jeden Fall erstmal Richtung Kreis da, was wir da irgendwie... Oh. Scheiße. Scheiße. Oh. Das habe ich gemeint. Eieieiei. Wie gesagt, diese Lauferei ist wirklich total für den Arsch. Jetzt wollte ich mal einfach ein bisschen schneller sein, aber es ging voll in die Hose. Aber keine Minuspunkte. Hm, was haben wir hier? Na gut, gehen wir halt eben hier rum. Soll mir auch recht sein. Also selbst wenn ihr hier schon rumkrabbelt oder rumschleicht und dann da ein bisschen am Laufen seid, aus dieser Schleichbewegung heraus, ist Wahnsinn. Oh, da haben wir jetzt auch schon ein Ziel, wo wir hin müssen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier erstmal ein bisschen interagieren soll. Wo sind die jetzt hin? Okay, mal gucken wir uns einfach mal. Das ist ja eigentlich Quatsch hier, oder? Ach so, nee, okay, gut. Wenn das passt. Oh, warte mal, da habe ich hier gerade einen Tipp übersprungen. Guckt euch die immer an, weil die wirklich recht nützlich sind. Wo ist er jetzt hin? Da. Durch die Tunnel beim Roxy, wie es beschrieben hat. Hm. Oha. Egal, einfach durch. Zieh. Ui. Oh. Ich glaube, ich muss hier doch wirklich wieder runter. Komme ich hier runter? Einfach mal schön. Okay, wir haben wieder mal schön gefailt. Ich mache aber wieder die vorgetäuschte Aufgabe. Ja, von wegen. So. Machen wir es einfach nochmal so. Am besten mal direkt die Verkleidung wieder annehmen. Ja, war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Also wieder ganz toll. So spielt man taktisch. Ich hoffe, ihr versteht die Ironie. Ah, sowas regt mich hier wieder auf, Leute, ne? Da könnte ich ja wieder... Komm, runter. Es fallen lassen. Ausgang erreicht. Okay, dann war der Weg aber anscheinend doch richtig, den ich hier eingeschlagen habe. Jetzt haben wir auch wieder ein paar Punkte bekommen, aber ein bisschen gefailt haben wir. Oder ich hab's vielmehr. Jetzt ist nur wieder die Frage. Dann müssen wir... War da eine Tür? Wieder viel zu schnell hier. Doch, da war eine Tür. So, dann knacken wir doch mal das Schloss hier. Ach Mist, das ärgert mich jetzt. Naja, egal. Wie gesagt, Punkteabzug, den habt ihr normalerweise nicht, wenn ihr nicht so blöd seid wie ich und einfach an dem Typen, wir hätten ein bisschen warten sollen. Das ist halt eben, bei Hitman ist es wirklich manchmal wichtig, auch wenn ihr ungeduldig seid, wartet so ein Minütchen. Das wird euch helfen, gerade was die Punkte angeht. So, dalle. Ich habe auch schon mal überlegt, eventuell, je nachdem, wenn ich da jetzt keinen für finde, wenn ihr dazu auch eventuell Lust habt, gerade was den Multiplayer angeht, weil ich da bisher noch wirklich so keinen gefunden habe, wer, mit wem ich das Ganze eventuell mal testen bzw. ausprobieren kann, dass ich mir eventuell einen Abonnenten dazu hole. Ist aber jetzt nicht, also jetzt schreibt nicht alle rum oder vielleicht ist die Begeisterung auch gar nicht mal so groß. Muss erstmal gucken, ob ich das so hinkriege oder nicht. War jetzt einfach mal so eine Idee. So, jetzt muss ich einfach... Ich glaube, hier unten kann ich ein bisschen laufen, oder? Da sind doch überall diese... Aha, ein Lüftungsschacht. Wunderbar. Vorausgesetzt, der Abonnent hat natürlich Hitman. Sonst ist das ungünstig. So, dann mal gucken. Spähen wir mal. Meistens braucht man da gar nicht so groß zu spähen, weil da kommt ihr eigentlich auch ohne Probleme rein. Beziehungsweise könnt raus. Die hängen jetzt da oben, dann laufen wir hier unten wieder einfach weiter. Ich denke, das mache ich jetzt ja auch einfach mal. So, hier kommen wir aber direkt bei der Blondine raus. Oh, kommen Sie schon, Mann. Henk kennt mich. Henk lässt mich immer rein. Henk kennt mich, ja. Kennen Sie Henk?
So. Ich warte jetzt einfach nochmal, dass ich jetzt irgendwie eben wieder ein bisschen faile, bis die sich hier ausgesprochen haben. Hatte ich ja letztens schon mal erwähnt, immer mal den Dialog abwarten. Okay, schon gut. Aber können Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie Amber was von mir ausrichten? Na klar, Amber. Hey, muss ich es Ihnen erstmal aufschreiben? Ist es cleverer, an dem Moment hier einfach durchzulaufen. Weil wenn der gerade, wenn der Bodyguard da Security macht. Ja. Tom ist gerne da, wo die Action ist. Obwohl, die Verkleidung ist ja jetzt sehr ungünstig gewählt. Jetzt gehe ich hier als Bulle in so einen Laden rein. Oh, muss man gerade ein bisschen leiser machen. Geil. Als Bulle in so einen Puff hier. Super Geschichte. Ach nee. Also direkt mal umgucken. Da haben wir schon die Zielperson. Wir müssen auf jeden Fall eliminieren. Wie machen wir das denn jetzt? Weil in aller Öffentlichkeit wäre ungünstig. Hm. Aber der tut uns, glaube ich, den Gefallen und verpisst sich an ein ruhiges Örtchen. Was die Mädels hier so machen. Oh, FSK 16. Wo sein? Da ist er. Na los, geh rein und entspann dich. Hey, Schätzchen. Komm mal kurz her. So. Wo ist, macht der hier gerade die Fliege? Zeig mir, was du hast. Scheiße. Nein. Das ist auffällig. Wenn er nur mit Silverbella. Silverbella, mit der Klavierseite. Ach, jetzt geht der da auch mit rein. Unser Freund und Helfer. Sie sind uns stets willkommen. Obwohl, stimmt auch, wir möchten gar nicht wissen, wie viele Bullen hier tagtäglich reinlatschen in den Laden. Hey, sehr gut. Du Penner. Mach diese Alabama-Wildblume, die mag ich. Komm, lass mich da jetzt nicht. Für diese Tür braucht man eine Schlüsselkarte, ja. Ob ich jetzt einfach so reinlatsche? Gut, okay. Verschwinde jetzt. Los! Genau, verschwinde jetzt. So, den haben wir platt gemacht. Jetzt hoffe ich mal, dass der auch dann... Jawohl, das ging ja mal schnell. Lautloser Killer, Wahnsinn. Jetzt muss ich gucken, wo der andere Typ ist. Oh, wenn die Olli... Oh! Ich hoffe, läuft der jetzt nicht rein. Hm. Scheiße, kann ich den hier... Ich kann den hier auch nirgendwo hinschleppen jetzt, ne? Aber wir können hier mal einfach den Kontrollpunkt hier aktivieren. Mal, ich glaube, die latscht da jetzt aber nicht nochmal rein. Na gut, dann scheiße ich jetzt einfach erstmal auf die Punkte von wegen, von wegen Leiche verstecken und so. Ich hoffe jetzt mal einfach, dass da irgendwie nichts weiter passiert. Und im Prinzip, ich kann ja gerne mal versuchen, das Notebook zu drücken, wenn es jetzt läuft. Wenn nicht, darf ich nochmal einen Schwung aus meinem Leben erzählen. Oh, jetzt geht's. Zeit, alles wieder in den Griff zu kriegen. Nach oben gelangen, das heißt wahrscheinlich, okay. Das ist der Stripclub-Besitzer Dom Osment, Blake. Gut, das heißt, wir müssen da wahrscheinlich hoch. Wie hier gerade. Oh ne, das ist, glaube ich, ungünstig. Kann ich hier nicht nur irgendwas werfen? Ich gehe einfach in dem Moment hoch, wenn er runtergeht. Klappt meistens auch ganz gut. Hey, Quasimodo. Was zum Teufel? Ja, ich guck mir die Bilder an. Nerv nicht. Geh runter. Komm, Typ! Hau ab! Aber die Olle scheint da anscheinend nicht mehr reinzugehen. Nö, gut. Aber 90.000 Punkte, hey. Ich hätte ihn auch gerne mal auf eine andere Art und Weise getötet, damit ihr auch da mal ein bisschen Action oder ein bisschen mehr Action seht. Nur ich habe meine Silverbella nicht dabei.
und ein bisschen ungünstig, hier ihn mit so einer, was auch immer zu erschießen, weil ohne Schalli und so ist das... Ah, wunderbar. Oh, ich bin... Oh, ich bin so Noob. Noob! Oh, jetzt haben die uns hier Punkte abgezogen. Scheiße. Egal, das machen wir jetzt mal vom Kontrollpunkt aus. Ist ja jetzt nicht so weit. Scheiße. Die haben da ja direkt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. So. Weil jetzt haben wir hier noch die Wertung mit dem lautlosen Killer. Oder ich hole mir einfach von dem hier die Uniform oder sowas. Beziehungsweise hier so dieses Chefdingen. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Hm. Ja, ja. Komm schön. Gib mir ein bisschen. Komm schön. Gib mir ein bisschen. Hey, hey, komm schon. Komm lass her. Mich deine Wöpfe. Ich glaube, hier komme ich wahrscheinlich auch schlecht hoch, oder? Ja. Ich muss über die ganze Bühne laufen. Was ist denn da hinten? Aber ich habe hier auch nirgends mehr noch einen Punkt, wo ich noch so ein bisschen interagieren könnte. Gewalt auffallen. Scheiße. Mann, Typ. Ja, draußen will ich dich nicht. Nein, nein, das sieht die Olle doch. Geil. Was war das denn? Das hat die mal nicht mitgekriegt. Komm, zieh! Was ist das denn für eine blinde Nuss gewesen, ey? Okay, das entbehrt wieder jeglicher Logik. Oder ist sie gerade... Wo ist sie hin? Ach, die steht da jetzt, okay. Na gut, jetzt haben wir hier zwei Leichen liegen. Soll mir auch egal sein, aber ich nehme jetzt mal hier so eine Security-Verkleidung an. Jetzt seht ihr auch oben, dass wir eine neue Verkleidung freigeschaltet haben. Jetzt nehme ich mal hier direkt die andere Tür. So. Eigentlich müsste unser... Habe ich den hier gekillt? Ja, ne? Und mit der... Na toll, ey. Ach, hier kann ich den reinschleppen. Es ist ja mal... Ah, okay. So, komm wieder raus hier. Liegt der hier überhaupt noch? Der liegt hier gar nicht mehr. Na dann. Ja gut, das riskiere ich jetzt aber nicht, den Typen hier rüber zu schieben. Scheiß drauf, also die Punkte. Wir haben doch alle die Geschichten gehört, oder? Über die verschwundenen Netz. So, schön den Instinkt benutzen. Komm, 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 komm. Komm! Eingang gefunden, wunderbar. Dann nochmal das Schloss knacken und ich glaube, dann kommen wir hier schon in den nächsten Teil dieser Mission. Wunderbar, dann hätten wir das doch schon auf jeden Fall hier schon mal geschafft. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier noch länger durchziehe, mal gucken, wie lange ich noch machen möchte. Zeit, alles wieder in den Griff zu kriegen. Büros finden, okay. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt hier noch in ein Video gepackt, damit das nicht wieder so lange hochlädt. Büros finden, okay. Das Beste, was diesem Scheißteil passieren konnte, ist, dass mein Wasser es berührt. Oh, wahrscheinlich sind die hier oben. Ja, ja, das stimmt. Ja. Das Ding fällt praktisch auseinander. Und Sie sagen mir, mein Wasser hat diesen Schaden angerichtet. Komm ich mit dem Stink durch, direkt mal gucken. Wer ist das? Können Sie unbedingt. Komm, zieh. Zieh! Lauf! Keine Sorge, ich werde Sie nicht verlassen. Ah, scheiß Slow Motion hier. Was läuft der da nicht hoch? So, ich glaube... Hier oben haben wir nichts mehr. Das lief ja mal wie am Schnürchen hier. So...
Ja, abhören. Ja, hier ist Wade. Ich habe ein paar Jungs zu diesem Birdie geschickt. Wenn er für Hitman arbeitet, müssen wir ihm schleunigst die Flügel stutzen. Ruf zurück, wenn du weißt, wo das Mädchen ist. Dexter wittert ein Vermögen und ich will meinen Anteil. Bis bald, alter Junge. Sie hatten recht. Dom hat Victoria gesucht, aber ich war rechtzeitig bei ihm. Gut für Sie, Kumpel. Respekt. Er war auch hinter Ihnen her. Jemand kommt zu Ihnen. Ein Typ namens Wade. Der Kerl ist verrückter als eine Kanalratte. Sie müssen sofort herkommen, verstanden? Die Scheiße geht komplett nach hinten los. Das wird übel, Mann. Ich rufe Sie wieder an. So, geht das jetzt immer noch weiter hier in der einen Mission? Okay, ich dachte, das könnten wir jetzt einmal ein bisschen durchziehen. Zumindest so eine ganze Mission, ist aber nicht so wild. Das komplette Endergebnis sehen wir dann das nächste Mal. Wir können ja bisher auf jeden Fall, wenn das Notebook wieder mitspielt. Nein, tut es nicht. Gut, nee, dann werde ich mich auf jeden Fall dann jetzt für diesen Teil auf jeden Fall... Was ist denn heute los? Ich wiederhole mich andauernd. Ich werde mich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen zugesagt. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Das mit dem Abonnenten, mit dem Multiplayer, werde ich da mal gucken, ob das eventuell eine feine Geschichte ist, wenn sich da natürlich überhaupt jemand für findet. Jetzt hoffe ich, dass das Ganze sich jetzt hier nicht total aufgehangen hat. Ne, da ist es wieder. Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch und ich sage Tschüss. Bis dann.